Hallo, und für unsere November-Challenge habe ich mir überlegt, wir machen heute ein ganz kurzes Pilates-Bär-Core-Workout. Es ist aber nicht nur der Core, es sind auch ein paar andere Muskeln mit dabei. Damit jede von euch heute auch wirklich mitmachen kann, ist die Einheit extra kurz. Der Timer steht auf 40 Sekunden Power, 10 Sekunden Pause haben wir, um in die nächste Übung zu kommen. Du brauchst nur deine Matte, dich selbst. Los geht's. Es geht los mit einem ganz kleinen Warm-up. Du bleibst einfach hier im Fersenstand und lässt einfach mal deine Handgelenke kreisen in alle Richtungen und Dimensionen. Einfach um hier langsam warm zu werden. Ist auch wirklich nur ganz, ganz kurz, um alles einmal hier zu aktivieren. Lass deine Schultern kreisen nach hinten unten. Und dann nimm deinen Arm mit, wechselseitig nach links, richtig hier in der Flanke aufdehnen. Komm über die Mitte zur anderen Seite. Und dann einmal noch in den Vierfüßlerstand, Katze und Kuh, Rücken rund, ziehen in der Brustwirbelsäule. Entgegengesetzte Richtung, den Rücken durchhängen lassen. Nimm deinen Kopf mit. Neutrale Position. Ich mache unseren Timer an und dann geht es direkt in 5 Sekunden mit der ersten Übung los. Und zwar stützt du dich hier auf deinen Unterarmen ab und tappst hier deine Beine tief und lang wieder nach oben. Mach das Ganze am besten barfuß oder in Barfußschuhen, so wie ich hier. Bauchnabel zieht nach innen. Deine Core-Muskulatur ist aktiviert, Fußspitzen reingezogen. Halte diese Spannung, 7 Sekunden noch. Du hast 10 Sekunden Pause, bring deine Beine in so eine kleine Froschposition. Deine Arme gehen lang nach vorne und du kommst jetzt hier in so einer Crunch-Bewegung ohne Schwung nach oben, auch nicht richtig nach oben. Ja? Also es ist kein Crunch, aber auch kein Full-Sit-Up. Full-Sit-Up wäre hier richtig aufsetzen. Wir wollen hier wirklich nur ein bisschen weiter, nennen wir es Midi-Crunch. Gleich geschafft, die letzten 2 Sekunden laufen und wir wechseln einmal die Position, damit wir nicht die ganze Zeit nur unseren Bauch und unsere Körpermitte trainieren. Komm auf die Unterarme, winkel dein Bein ein, welches ist egal, und pulsiere jetzt hier nach oben. Kraftvoll. Die Einheit hier ist wirklich kurz, die du jederzeit, ich kann theoretisch auch mit in die Kategorie Pyjama-Workouts, die du auch jederzeit im Schlafanzug machen kannst. 16 Sekunden noch. Gleich geschafft, halte durch. Wir bleiben bei dem gleichen Bein, welches du gerade hattest, und du schiebst das Bein jetzt hier lang nach hinten und ziehst es unter die Brust. Ja, denn Rumpf ist ganz aktiviert und fest hier. Dein Blick geht auf die Matte.
Sekunden nach. Komm. Und genieß deine Pause. Seitenwechsel. Ich komme mal auf die andere Seite. Wir fangen wieder an. Hier beugen. Und nach oben schieben, pulsieren. Deine Beckenknochen zeigen, wenn möglich, beide hier schön gerade runter parallel zur Matte. Ja, hier nicht zu sehr aufdrehen. Hoch, hoch, hoch. Sehr gut. Zwei, eins, lösen. Du weißt, welche Übung kommt. Gleich geht's wieder weiter mit dem Core. Wir kommen dann gleich wieder in Rückenlage. Einmal jetzt hier noch lang ziehen und unter die Brust. Let's go. Nutze die Pause zum Positionswechsel. Viel mehr Zeit haben wir auch gar nicht. Du verschränkst jetzt hier deine Beine ineinander. Deine Hände gehen an die Schläfen und du machst jetzt hier so einen Crunch zusammen und wieder langsam kontrolliert lösen. Sehr gut. Beinwechsel, damit es doppelt intensiv wird. Gleiche Übung, okay? Los geht's. Das, was hier pupst, ist übrigens die Matte. Nicht wundern. Immer bei diesen Übungen. Sekunden noch. Sehr gut. Zwei, eins. Die nächste Übung kannst du deine Hände wie so ein Diamanten unterhalb deines Steißbeins ablegen. Du ziehst deine Knie ran, kommst hier lang nach oben, gehst mit langen Beinen runter, ziehst sie ran und wieder hoch. Zeit läuft. Wer mehr will, hebt die Schultern. Die Schulterblätter leicht ab von der Matte. Ansonsten kannst du hier auch liegen bleiben und über die Core-Muskulatur arbeiten. Also am besten, wie gesagt, mach es barfuß. Wir kommen nochmal eine Etage höher, eine halbe Etage höher auf die Unterarme. Beziehungsweise setz dich hier hin und wir machen eine abgewandelte Version von den 100. Pump fünfmal hoch, fünfmal zurück. Je weiter du dich hier zurückneigst, desto intensiver wird das Ganze. Passe die Atmung bzw. die Bewegung andersrum an deine Atmung an. Wenn es zu schwer ist, kannst du hier zwischendurch jederzeit lösen, okay? Thank you.
Die nächste Übung hat es auch nochmal in sich, ist eine Kombi-Übung. Du hast die Beine lang, crunched in und crunched dann mit beiden Beinen gleichzeitig ein. Also im besten Fall hältst du hier, wenn es nicht geht, kannst du hier auch absetzen, okay? Los geht's, Zeit läuft. Jetzt haben wir nicht einmal rausgekommen hier, so. Das ist unsere letzte Übung, komm! Sehr gut gemacht. Kurzes, intensives Workout. Wenn du mehr willst, mach noch eine Runde, lass einen Daumen nach oben da, Kommentar, Like. Wir sehen uns im nächsten Workout wieder. Ciao!